Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Freundinnen und Freunde, zur Vorstellung des Europäischen Energieatlases. Sie dürfen gespannt sein auf den heutigen Abend. Diese vier Personen auf dem Panel werden Ihnen in Kürze vorgestellt. Aber zunächst habe ich das große Vergnügen, Ihnen die Hauptperson vorzustellen, nämlich den Europäischen Energieatlas. Und was steht eigentlich im Kern drin? Die Böll-Stiftung hat ja, das wissen manche von Ihnen, eine große Tradition inzwischen in der Präsentation von komplexen Themen in Atlantenform, sodass sie einem breiteren Publikum zugänglich sind. Warum haben wir jetzt einen Atlas zur europäischen Energiesituation gemacht? Erstens, diese Stiftung hat in all ihren europäischen Büros Energiekoordinatorinnen und Koordinatoren. Also wir haben viel Kompetenz dort geballt. Das Zweite ist, wir haben eine Energiekoordinatorin, eine europäische hier in Berlin, die festgestellt hat, dass die Informationen und das Bewusstsein in der Berliner Energieszene über die Tatsache, dass auch die deutsche Energiewende nur gelingen wird, wenn sie europäisch vollendet wird, noch nicht so bekannt ist. Deswegen haben wir einen europäischen Energiesalon eingerichtet, der regelmäßig stattfindet. Und das war auch einer der Hintergründe, diesen europäischen Energieatlas herauszugeben. Der dritte Punkt ist, das werden viele von Ihnen im Raum sich auch bewusst machen, wir sind auf europäischer Ebene gerade in den Verhandlungen für die neuen Klimaziele 2030 der Europäischen Union und für das neue Clean Energy Package. Insofern gibt es mindestens drei gute Gründe, gab es den Energieatlas zu gestalten und zusammenzutragen. Viele von Ihnen haben ihn wahrscheinlich jetzt das erste Mal in der Hand. Als ich ihn das erste Mal in der Hand habe, habe ich gedacht, auf der einen Seite, uiuiui, sind wir in einer auch risikoreichen Situation. Es kann immer noch alles schiefgehen. Es kann sein, dass sich widerständige, kohlefördernde Politiken in Nationalstaaten durchsetzen. Es kann sein, dass wir weiterhin mit halbherzigen, schleppenden politischen Umsetzungen auch auf europäischer Ebene zu tun haben. Zum Teil beobachten wir ja das auch. Und es kann sein, dass wir weiter eine langsame, lobbygesteuerte Umsetzung haben und von Klimazielen. Und ein Punkt, über den ich, die ich viel in Mittel- und Osteuropa unterwegs bin, den ich nicht vernachlässige, ist, an Energieträger sind nicht Energieträger. Ja? An Kohle hängen zum Teil große regionale Identitäten und an Identitäten hängen Menschen und Wählerstimmen. Und da kann man sich vorstellen, dass wir nicht nur einen ökonomischen Widerstand haben, sondern wir haben auch einen kulturellen Widerstand gegen die Energiewende. Das darf man nicht vergessen, darum geht es jetzt im Atlas nicht. Der Atlas, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieser Atlas wirklich in sehr schönen Farben und Grafiken deutlich macht, welche Chancen hat diese Energiewende auf europäischer Ebene eigentlich? Wo liegen die Potenziale und wie schöpfen wir sie eigentlich aus? Und je mehr Menschen das wissen und je mehr Menschen sich mit dem Atlas beschäftigen, umso besser und umso wahrscheinlicher wird es sein, dass wir diese Chancen auch am Ende umsetzen. Ja, was steht nun jetzt eigentlich im Einzelnen drin im europäischen Energieatlas? Die erste These habe ich schon genannt. Die Energiewende gelingt nur europäisch. Diese kleine Grafik und Übersicht finden Sie auf Seite 12 des Atlases. Da sind 12 Lektionen aufgeführt, wo man sagen kann, also wenn die gezogen werden, und wenn nach denen gehandelt wird, dann können wir die Chancen der Energiewende realisieren. Es gibt immer zwei Argumente, die höre ich persönlich ganz oft, Sie vielleicht auch. Erstens, es ist nicht machbar, 100% Erneuerbare, das ist immer das erste Argument. Das zweite Argument ist, es ist zu teuer. Wir können das nicht bezahlen. Zum ersten Argument, Seite 22,
gibt es eine Grafik, 100% erneuerbare Energien in Europa. Das ist jetzt eine Hochrechnung sozusagen für das Jahr 2050. Jetzt erstmal für 10 ausgewählte europäische Länder. Sie sehen, dass der Süden Europas, dass da noch einige Länder fehlen, die dann natürlich ebenso wie Italien und Spanien einen hohen Anteil an Photovoltaik und Solarenergie hätten. Eine wichtige Voraussetzung, dieses Ziel 2050 100% Erneuerbare zu erreichen, ist die Sektorkopplung. Denn nur mit der Verbindung von Strom, Wärme, Verkehr ist es möglich, die Lastschwankungen, die durch Sonnen-, Windenergie und Biomasse entstehen, auszugleichen. Aber wenn diese Klippe genommen wird, dann ist es möglich, eine vernetzte, eine hundertprozentige Versorgung mit Erneuerbaren zu erreichen und eine vernetzte europäische Strominfrastruktur als Grundlage zu haben. Das zweite Argument, das ich genannt habe, es ist zu teuer. Natürlich, Investition, Technologie, neue Technologie, Technologie überhaupt, kostet immer Geld. Aber Investition heißt doch immer, es gibt ein Return on Investment. Und der Return on Investment ist bei den europäischen, ist bei den erneuerbaren Energien in Europa extrem hoch. Die Gesundheitskosten sinken, die Energiesicherheit steigt. Die Umweltkosten, die ja oft nicht mit einberechnet werden, die dann irgendwo anders mit verortet werden, die durch Kohleabbau, durch Gas und Ölimporte entstehen, diese sinken und es entstehen Arbeitsplätze. Sie sehen hier, diese Grafik finden Sie auf Seite 23, Preisschild für ein sauberes Europa. Und Sie sehen, dass in der zweiten Säule Null Emission der Anteil der Investitionen viel höher liegt. Und was kann es eigentlich Besseres geben als ein ökonomisches Feld, in dem Investitionen sinnvoll getätigt werden können? Was sind die, einen Vorteil habe ich schon genannt, was sind die Vorteile der, Energiewende in Europa? Arbeitsplätze. Wir haben bis 2014 schon 1 Million neuer Arbeitsplätze in den Bereichen Wind, Solar, Biomasse in Europa dazu bekommen. Wir sehen aber auch, und das sehen Sie an dieser weltweiten Karte, und wenn Sie auf dieses ganz große, auf diesen ganz großen dicken Kreis gucken, China. Wir sehen, dass Europa sich allerdings anstrengen muss, weiter mitzuhalten im Bereich von industrieller und wirtschaftlicher Investition im Bereich erneuerbare Energien, denn sonst überholt uns China und die Vereinigten Staaten, auch andere Länder. Wenn wir das Thema Solarenergie in Deutschland betrachten, dann sehen wir, das war jetzt kein gutes Beispiel, also es muss anders gehen, die Investitionsbedingungen müssen stimmen und da wissen wir aber auch die entsprechenden Firmen auf unserer Seite. Das ist Seite 13, Beschäftigung durch erneuerbare Energien im Atlas. Ein Argument, was vielleicht noch zu den anderen beiden zählt, die ich vorhin aufgezählt habe, was spricht eigentlich immer dagegen? Es gibt dieses schöne Schlagwort von der sogenannten Energiearmut. Ich persönlich finde das Wort Energiearmut relativ unpassend, weil dass Menschen kein Einkommen haben, um ihre Energie zu bezahlen, um ihre Wohnung zu beheizen und ihr Licht anzuschalten, hat jetzt nicht unbedingt etwas mit der Frage zu tun, welcher Energieträger produziert sozusagen die Wärme oder den Strom, sondern das ist ein Thema politischer Steuerung, wie auch übrigens Armut ein Thema politischer Steuerung ist, Einkommensarmut. Aber natürlich muss dieser Faktor mit berechnet werden. Sie finden dazu ein Kapitel, diese Grafik ist von Seite 21 und da im Umfeld finden Sie auch das Kapitel zum Thema Lebensqualität für Europas Bürgerinnen und Bürger. Wir sehen an dieser Grafik natürlich relativ deutlich, dass wir im Bereich von
Südost- und Osteuropa tatsächlich ein großes Problem haben mit der Frage, können Menschen sich eigentlich leisten, ihre Wohnung warm zu halten? Und dann dazu hören wir auf dem Panel auch noch etwas. Dazu wird die Energiewende Antworten geben müssen. Sie wird sie unter anderem dadurch geben, dass die europäische Energiewende auch eine Wende der für und von Bürgerinnen und Bürgern ist. Wenn Menschen selber ihre Energie produzieren, sich also nicht nur als Konsumenten, sondern auch als Prosumenten am Energiemarkt beteiligen, dann stellt sich das Thema der sogenannten Energiearmut auch noch einmal ganz anders dar. Lesen Sie das gerne nach, Seite 21. Ich bin schon beim nächsten Punkt. Das ist genau der, vom Konsumenten zum Prosumenten. Hier heißt es, gibt es dieses typische technische, geht's weiter. Bürgerinnen und Bürger an die Macht ist hier die Überschrift. Das ist ein wichtiger Punkt, der genau auch die Frage von, wollen eigentlich die Bürgerinnen Europas das trifft, der Partizipation. In dem Moment, wo ein technologischer Wandel partizipativ gestaltet wird, nehmen Menschen ihn an, weil sie sehen, wir haben hier etwas davon in unserem Lebensumfeld, in unserer Kommune. Hier sehen wir Hochrechnungen, dass bis 2050 125 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger an der europäischen Wind- und Solarenergieerzeugung beteiligt werden können. Das heißt, ein Fünftel der Europäerinnen und Europäer wäre selber Energieproduzent. Und das würde heißen, dass im Jahr 2015 mit Bürgerenergie doppelt so viel Strom produziert werden könnte wie heute mit Atomkraftwerken. Also das ist ein gewaltiges Potenzial. Und das ist einer der ganz wichtigen und auch einer der Erfolgsfaktoren für die europäische Energiewende, dass sie nicht in der Hand von wenigen großen Energiekonzernen, so wie wir jetzt die Energiestruktur haben, verbleibt, sondern dass es eine Ownership gibt und dass diese zunehmend aufgebaut wird für einzelne Bürgerinnen und Bürger, die sich zusammenschließen. Dazu gibt es an verschiedenen Stellen des Atlases interessante und ermutigende Analysen und Beispiele. Das ist hier eine Grafik von Seite 16 im Energieatlas. Wir kommen dann schon zu einem entscheidenden Thema, auf das ich am Anfang beim Thema Sektorkopplung indirekt hingewiesen habe. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass die Energiewende so vernetzt und so bürgernah gelingen kann, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen. Aber diese spielt, wenn sie gut gemacht und gut genutzt wird, dem Projekt zu 100% in die Hände. Wir sehen hier das grafisch insofern dargestellt, als dass wir sehen, dass die vielen kleinen Produzentinnen und Produzenten von Energie, die sich miteinander vernetzen, die deren Energie übertragen werden muss in Netze. Das muss miteinander abgestimmt werden. Die einzelnen Produzenten müssen miteinander abgestimmt werden und dann natürlich am Ende auch mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern abgestimmt werden. Also wir sehen einen riesigen Bedarf von Dingen, die man mit smarten Technologien steuern kann. Es gibt ein sehr spannendes Kapitel zur Digitalisierung im Energieatlas. Das ist Seite 33. Da ist auch diese Grafik zu finden. Das empfehle ich sehr Ihrer Lektüre an. Natürlich darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch Themen von Überwachung und proprietärer Software und solche Dinge eine ganz große Rolle spielen werden. Insofern ist es auch hier wichtig, von Anfang an auch bei der digitalen Umsetzung der Energiewende darauf zu achten, dass das mit E-Privacy, Datenschutzverordnung und informationeller Selbstbestimmung abgeglichen wird und nicht von Anfang an die falschen Bahnen läuft.
Ein wichtiger Punkt, der auch, mit dem möchte ich diese Kurzvorstellung abschließen, das ist das letzte Kapitel auf Seite 47 im Energieatlas. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat eine große Expertise, nicht nur im Bereich ihrer Büros innerhalb der Europäischen Union, sondern auch im Bereich von Russland und Ukraine und Energiepolitik der östlichen Partnerschaft. Und hier ist ein Punkt abgebildet, der ein Aspekt dieser Energieversorgung ist. Europa ist in hohem Maße von wenigen Ländern abhängig, aus denen es Energie in Form von Öl und Gas importiert. Die Reduzierung dieser Abhängigkeit ist ein ausgesprochenes Ziel der Europäischen Union, das mit einer beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich ungleich schneller und besser geregelt werden kann als durch irgendein anderes System. Hier sehen wir natürlich, hier sehen wir nochmal die enorme, die zweitgrößten Kullern sehen wir bei Russland, ja, was Öl- und Gasimporte angeht. Europa ist zu abhängig von Russland in Bezug auf Öl und Gas und wir halten es deswegen auch nicht als Heinrich-Böll-Stiftung nicht für sinnvoll, weitere Pipelines auszubauen, die die Energieabhängigkeit von Russland stärken und gleichzeitig unsere östlichen Nachbarn wirtschaftlich und auch politisch benachteiligen. Das ist ein kleiner Ausblick sozusagen auf die europäische Energiegemeinschaft und die Themen, die im Zusammenhang mit der östlichen Partnerschaft stehen. Jetzt habe ich Sie durch relativ viele Aspekte des Atlases gejagt, sozusagen, um Ihnen einen kleinen Einblick in das zu geben, was Sie in Händen halten. Wir werden das jetzt alles in Ruhe vertiefen, zu einzelnen Punkten sprechen und dann sind auch Sie natürlich am Ende gefragt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich übergebe jetzt an Rebecca Bertram, die diese Runde moderieren wird und die unsere Energiekoordinatoren, Europäische Energiekoordinatorin hier in Berlin ist. Und vielleicht, Radostina, stehst du noch einmal auf. Radostina Primova, unsere Energiekoordinatorin in Brüssel, und beide sind sozusagen haben die Hauptlast der Atlaserstellung getragen. Ich glaube, das hat einen kleinen Applaus verdient. So. Und jetzt machen wir uns an die Details und schauen auf die Vertiefung der einzelnen Themen. Rebecca, du hast das Wort. Ellen, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier in die Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Rebecca Bertram. Auch ganz herzlich willkommen an die Leute, die uns im Nebenraum zusehen und die Leute, die uns von ganz weit weg im Livestream beobachten. Wir freuen uns, dass ihr hier seid mit uns. Bevor wir jedoch in die Podiumsdiskussion einsteigen, würde ich ganz gerne noch mal einen kurzen Film zeigen. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr in diesem Job. Vorher war ich für die Stiftung 5 Jahre in Washington tätig und mir ist immer noch, in meiner Tätigkeit kommen mir immer noch Fragen, warum ist eigentlich Europa wichtig für das Gelingen der deutschen Energiewende? Und meine Kollegin, die im Inland hier in der Stiftung, Stefanie Groll und ich, haben uns mal hingesetzt und einen kleinen Film für sie konzipiert. Film ab. Vielleicht auf die große? No. Wohin ging's? Fangen wir mit einem kleinen Rückblick an. Im Jahr 2000 beschließt Deutschland den Ausbau von erneuerbaren Energien, wie Solarkraft, Biomasse und Windenergie, stark zu fördern. Gesetzliche Grundlage ist das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Damit war Deutschland eines der ersten Länder, die die Energiewende beschlossen. Europa und die Welt beobachteten diesen Alleingang interessiert und skeptisch. Durch die Förderung der Erneuerbaren konnten auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Klimaschutz wirtschaftlich profitieren, indem sie eigenständig in Windräder und Solarpaneele investieren und sich somit an der Energiewende beteiligen.
Zwischen 2000 und 2017 wuchs der erneuerbaren Anteil im Stromsektor von 6% auf 36% an. Heute arbeiten in Deutschland ca. 330.000 Menschen in diesem Sektor. In Zukunft werden wir noch mehr Strom brauchen, zum Beispiel für Wärmepumpen oder Elektroautos. Ökostrom ist das Gebot der Stunde, denn Strom aus fossilen Brennstoffen ruiniert Klima und Gesundheit und Atomstrom hat ein zu großes Risikopotenzial. Die Stromversorgung mit Wind und Sonne unterliegt natürlichen Schwankungen. Klar, mal bläst der Wind, mal ist Flaute. An sonnigen Tagen gibt es viel Solarstrom, an wolkigen weniger. Für ein Industrieland wie Deutschland ist die Versorgungssicherheit immens wichtig. Was also tun? Der Stromhandel mit dem Ausland und die automatische Anpassung des Verbrauchs sind kostengünstige Flexibilitätsoptionen. Für diese Flexibilität ist es hilfreich, dass Deutschland europaweit vernetzt ist. Steuerbare Kraftwerke, die man hochfahren oder drosseln kann, geben zusätzlichen Spielraum. In der Zukunft werden neue Speicher nötig sein. Strom kann in Batterien, Pumpspeicherwerken und durch die Umwandlung in Wasserstoff gespeichert werden. Noch ist das zwar teuer, doch in Zukunft wird es günstiger, dank des technologischen Fortschritts. Europa bietet für diese Herausforderungen die Lösung, denn Europa ist bereits gut vernetzt über den Binnenmarkt und Stromautobahnen. Aus deutscher Perspektive ist der Stromhandel mit Nachbarstaaten gut für die Versorgungssicherheit. Und die Stromanbieter freuen sich, weil sie Überschussstrom exportieren können. Doch für Polen beispielsweise ist der überschüssige Strom aus Deutschland eher ein Störfaktor. Denn es muss auf seine eigene Netzstabilität achten. Und wenn billiger Strom aus Deutschland ihre Netze flutet, verdienen polnische Energieversorger weniger. Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Energieinteressen anerkennen. Diese sind in Europa unterschiedlich. Polen setzt bisher auf Kohle, Frankreich auf Atom. Da ist Diplomatie gefragt. Gerade jetzt, wo die EU über ihre Energie- und klimapolitischen Ziele für 2030 berät. In der nächsten Phase der Energiewende muss Deutschland besser auf die Interessen unserer europäischen Nachbarn eingehen und darlegen, welche Chance eine europäische Energiewende für die gesamteuropäische Wirtschaft, Gesundheit und Gesellschaft aller Europäerinnen und Europäer bedeutet. Auch aus deutscher Perspektive muss man sich eingestehen, dass die eigenen Energie- und Klimaziele nur im europäischen Verbund erreichbar sind. Auf Ökostromaustausch sind letztlich alle europäischen Länder angewiesen. Steigende Anforderungen, zum Beispiel an Luftreinhaltung und gemeinsame Klimaziele in der EU, verpflichten alle Mitgliedstaaten. Zudem entscheidet sich auch die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrien daran, wie ernst es die Politik mit Energiewende und Klimaschutz nimmt. Der Weltmarkt für klimaschonende Produkte und Prozesse ist riesig und wächst stetig. Regionale Kooperation und Bürgerenergieprojekte zwischen den europäischen Nachbarn können hier den Weg freimachen für 100% Erneuerbare. Davon hätten alle Europäerinnen und Europäer etwas. Weitere Infos zum Stand und Herausforderungen der europäischen Energiewende findet ihr in unserem Energieatlas. Davon hätten in der Tat alle Europäerinnen etwas und Europäer etwas. Damit endet der Film und damit möchte ich eigentlich auch einsteigen in diese Diskussion. Denn wir würden uns was vormachen, wenn wir denken, die europäische Energiewende wird von einzelnen Ländern vorangetrieben. Alle Europäer müssen gleichwertig was davon haben und ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen besser verstehen, wo die Energieinteressen und die großen Herausforderungen in Europa liegen. Wir haben zunächst neben mir Frau Dörte Fouquet, die Direktorin des European Renewable Energies Federation ist und eine der besten Kennerinnen der europäischen Energiediskussion. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Dann haben wir Małgorzata Smolak, die aus Polen eingereist ist. Sie ist die Energiedirektorin für das Energieprogramm von Client Earth in Polen, wo sie sich vor allem für die Luftreinhaltungsstandards einsetzt und die Dekarbonisierung des Energiesektors. Und dann ganz zum Schluss, aber genauso wichtig, Jules Hébert, mein Kollege in Paris, der dort das Energieprogramm leitet und sehr stark auch immer die Kooperation Deutschland-Frankreich in dem Bereich voranbringt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich möchte jetzt anfangen mit Dörte, eine kurze Einstiegsfrage. Wir haben heute von Ellen gehört, dass Europa über die 2030 Energie- und Klimaziele diskutiert. Und ich würde gerne einen besseren Einblick bekommen über den Stand der Diskussion. Wo sind die Knackpunkte? Was muss eigentlich bis Ende des Jahres entschieden werden, damit wir da ankommen, wo wir ankommen müssen? Ja, guten Abend und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und vielleicht vorweg auch nochmal der Dank an euch beide vor allen Dingen für das nachhaltige Treiben, dieses Werk, den Atlas, fertigzustellen. Und RF hatte ja das Vergnügen, da ein Kapitel mitzuschreiben und euch dabei zu unterstützen. Und meine Aufgabe ist es seit vielen, vielen Jahren, ist RF mein liebster Mandant sozusagen, ich bin Rechtsanwältin, einer deutschen Kanzlei und vertrete aber diesen Verband. Und der Verband, das sind die nationalen Verbände für die Förderung und für die Produktion aller Erneuerbaren, aus allen erneuerbaren Energiequellen. Also gehören zum Beispiel in Deutschland alle deutschen Einzelverbände, Bundesverband Windenergie, Erneuerbare, Biogas und was nicht. Alles sind wir da vertreten in dem Verband. Und die Aufgabe ist natürlich zu gucken, wie ist das Rechts- und Regelwerk in Europa und wie wird garantiert und verbessert der Zugang für erneuerbare Produktion in den einzelnen Mitgliedstaaten. Und dazu gehört eben jetzt ganz besonders die Debatte um das sogenannte Winterpaket oder Energie, saubere Energie für alle Europäer. Und das hat relativ viele Regelwerke, die jetzt überarbeitet oder neu eingeführt werden. Und für uns vielleicht heute Abend interessant ist die Diskussion um die neue erneuerbare Energienrichtlinie. Wir haben ja jetzt eine Richtlinie, die 2020 ausläuft, die den Charme hatte, dass sie die erste europäische Richtlinie war, die verbindliche Ausbauziele hat, sowohl auf europäischer Ebene, aber vor allen Dingen verbindliche Ziele auf Mitgliedstaatenebene. Und das gemeinsame Ziel ist 20% Erneuerbare, 20% Effizienz und so weiter. Das waren die 3x20 und 20% weniger Emissionen. Und der Stand jetzt ist bei dieser Debatte, das muss man auch wissen, in der Debatte jetzt, dass die meisten europäischen Mitgliedstaaten wiederum ihr Ziel nicht erreichen werden. Einige eklatant nicht. Guck mal nach Frankreich rüber. Vereinigtes Königreich, gut, die verlassen uns ja jetzt, aber noch gehören sie ja dazu. Und da ist eine Tendenz, die ich in all den Jahren, ich bin jetzt seit 1991 in Brüssel, war da als Beamtin hingeschickt worden und bin da irgendwie als Anwältin geblieben. Und es gibt einen Trend in all den Jahren von Entwicklung von Liberalisierung und Erneuerbaren. Und das war, dass die Ziele nie erreicht wurden. Die ersten Ziele waren die 2001-Richtlinienziele, das waren indikative Ziele pro Mitgliedstaat. Und dann passierte Folgendes, dann gab es ja die Debatte um die neue Richtlinie und da passierte dann Folgendes, dass gesagt wurde, ach ja, wir kriegen jetzt ja verbindliche Ziele, da müsst ihr uns jetzt ja nicht von Kadi ziehen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Wir machen das jetzt ja alles viel besser. Und die gleiche Situation haben wir jetzt auch. Und dann hat sich dann Folgendes ergeben, dass in Europa trotz vieler, was ja auch in dem Atlas sehr schön rauskommt, viel Bewegung in vielen Mitgliedstaaten oder in vielen Regionen in Mitgliedstaaten, zum Beispiel, das wirst du erzählen, in Polen tut sich sehr wohl was Bürger angeht, nichtsdestotrotz es so eine Bewegung gibt, was mache ich denn mit den Alten?
Und die setzen sich zur Wehr. Und in dem einen Land mehr und in dem anderen Land weniger. Und in dem einen Land modernisieren sie schneller und öffnen sich und in dem anderen gar nicht. Und das hat dazu geführt, dass der Rat 2014, also die Regierung der Mitgliedstaaten, die Kommission mehr oder weniger gepresst haben, auf keinen Fall ein ambitioniertes Ziel für 2030 vorzulegen. Und so kam die Kommission dann, man höre und staune, mit 27%, verbindlich nur auf europäischer Ebene, keine verbindlichen Ziele mehr auf nationaler Ebene, auf den Markt im Winter vor anderthalb Jahren. Das hat jetzt aber dann dazu geführt, dass erstaunlicherweise das Europäische Parlament sehr wohl seiner Aufgabe gewachsen ist, obwohl auch das Parlament nicht mehr so fröhlich grün oder aufgeschlossen war. Aber dennoch haben die Berichterstatter der Schlüsselrichtlinien und Verordnung es geschafft, das Parlament dazu zu bewegen, zu sagen, das Ziel von 27%, das kann man nicht verfehlen. Das haben wir vielleicht 2022, wenn alle nicht ein bisschen mehr tun, als sie jetzt eh schon tun oder nicht tun. Und das hat dann dazu geführt, dass das Parlament die Assumptions, also die Bedingungen, die die Kommission in ihrer Technologiefolgeabschätzung oder in ihrer Folgeabschätzung in dem sogenannten Impact Assessment unterlegt hatte, kritisiert hat. Und wenn man dann da genau hinguckt, dann staunt man. Da sind dann Technologiepreise für Erneuerbare genannt worden auf dem Weg nach 2030, die um ein Vielfaches höher sind, als die Preise jetzt schon sind. Das kann ich natürlich, damit rechne ich mich arm in der Beweglichkeit. Und dann hat die Kommission umgekehrt, ist sie wieder in die Falle gelaufen, wie sie das immer macht, auch beim Emissionshandel zu sagen, im Himmel ist Jahrmarkt und die Emissionshandelspreise werden dreistellig. Ja? Und dann kommt man vor der Gemengelage plötzlich, oh ja, 27% ist aber wirklich ziemlich ambitious hier. Und das wurde kritisiert und das Parlament verlangt jetzt 35%. Die Kommission hatten wir dank guten französischer Diplomatie und exzellentem Management, hatten wir ein doch erfreuliches Ergebnis in Paris. Und das war nicht drin in diesen Assumptions. Und dann wurde die Kommission und hat sich auch bereit erklärt, gejagt vom Parlament, hatte dann die Ausrede gegenüber dem Rat, ist nochmal rechnen gegangen. Die Rechnung hat sie nie vorgelegt. Sie hat aber was Geschicktes gemacht und da gucke ich auch an Virginia. Sie hat nämlich dann IRENA beauftragt, doch mal zu gucken, also die Internationale Erneuerbare Energieagentur, was denn da noch so vielleicht drin ist, was die denn so meint, was Europa wirtschaftlich so schafft. Und höre und staune, war ich dann auch eingeladen, durfte das bewerten, kam dann der Generalsekretär von IRENA und der Kommissar für Energie und der Generaldirektor für Energie und die ganze Prominenz in Brüssel vor 3 Wochen zusammen und stellte das Ergebnis von IRENA vor. Und IRENA kam zu mindestens 34%. So, das hat jetzt dazu geführt, dass die Kommission 30% sagt, das sei jetzt ja wohl drin, so. Und das ist jetzt so das Geschiebe. Der Rat, und das ist ja für Sie jetzt das Wichtige, also unsere Regierung hat das nicht geschafft und die könnten Sie bitte in den nächsten Wochen auch noch so ein bisschen zum Jagen tragen, weil im Moment der Rat, das Parlament und die Kommission in dem sogenannten Trilog versuchen, eine Einigung hinzubekommen über das Gesamtpaket. Und im Moment unter der rumänischen Präsidentschaft, an der bulgarischen Präsidentschaft, ist es die erneuerbare Richtlinie, die Governance Regulation, da komme ich vielleicht ganz kurz noch drauf, und es ist das Marktdesign, was angesprochen wird. Und darum ist es im Moment wichtig, auf die Regierung Druck zu machen, diesen Blödsinn mit den 27% nun bitte nachzulassen und auch sich einer größeren Verbindlichkeit zu unterwerfen, wie sie denn helfen wollen, dass dieses europäische Ziel zu erreichen ist. Und das ist so, das ist für mich schon so ein bisschen eine der Hauptbaustellen. Da kommen wir ja später vielleicht noch zu Fragen von Citizen Participation, da kann man noch was zu sagen. Aber ich wollte nur sagen, wenn immer gesagt wird, Europa hinkt, stimmt, die Kommission war nicht ambitious, aber der größte Prellblock ist mal wieder der Rat. Und das wird gerne auch von unseren Mitgliedstaaten so ein bisschen verdrängt. Die kommen dann nach Hause und sagen, boah, ist das schwer in Europa. Aber so, das ist vielleicht so zum Einstieg, was ich so
so beobachte, also das, es ist nicht sehr ambitioniert, was im Moment in Europa auf dem Tisch liegt. Es sind sehr, sehr gute Ansätze im Winterpaket, auch schon gute Formulierungen der Kommission in vielen Bereichen. Aber die Ambition vieler Mitgliedstaaten ist auf sehr niedrigem Niveau. Und der Grund liegt eben, und da können wir nachher auch nochmal austauschen mit der Grund liegt, dass es darin, dass Mitgliedstaaten, die sehr von der Kohle abhängen, oder Mitgliedstaaten wie Frankreich, die sehr vom Nuklear abhängen, die sind schon gefangen in einer ganz schwierigen Situation. Ich will das gar nicht sagen. Ich habe mal zusammengeschrieben heute Morgen auch nochmal. Ich meine, also wir haben eben gehört, dass 300.000 Menschen in Deutschland im erneuerbaren Energiensektor arbeiten. In Frankreich arbeiten direkt 160.000 Menschen und mehr bei EDF, dem staatlichen Energieversorger. Und dann hat er noch viele Menschen, die indirekt über Leiharbeitsfirmen und Subkontraktoren arbeiten. So dass das ist, also wenn man, der Konzern ist ein Stück weit auch der Staat in Frankreich. Und das bedingt, dass man vorsichtig miteinander umgehen kann, dass man Wege aus der Sackgasse finden muss. Dagegen sind dann aber die Probleme, die wir mit 9.000 oder was arbeiten im Braunkohle haben, sind dann doch relativ vergleichbar zahm. Nicht einfach, aber zahm. Vielen Dank, Dörte. Ich möchte noch mal einmal nachfragen, weil du hattest gesagt, dass wir in Europa keine verbindlichen nationalen Ziele besprechen jetzt. Und das schwächt natürlich das übergreifende Ziel erheblich, weil man die Mitgliedstaaten am Ende nicht dafür verantwortlich machen kann. Es gibt aber auch eine Initiative, die sagt, eure nationalen Energiepläne, oder Strategien, die ihr entwerfen müsst, müsst ihr mit euren direkt europäischen Nachbarn diskutieren. Und da kommt man nochmal auf diese regionale Kooperation-Frage. Ich würde dich bitten, nochmal ein bisschen darauf einzugehen. Also das ist dann die gute Überleitung in die sogenannte Governance-Verordnung, in der versucht wird, eine Verbindlichkeit zu bekommen, die man sich nicht getraut hat, in die erneuerbare Richtlinie zu setzen. Und da sind viele sehr, sehr spannende Bereiche drin, die Mitgliedstaaten, die etwas bewegen wollen, gemeinsam mit ihren Nachbarn den Weg erleichtern werden. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, die regionale Kooperation. Und das ist nochmal angeschärft worden im positiven Sinne, insbesondere von dem dafür zuständigen Berichterstatter Claude Turmes, ein alter Bekannter für alle, die im erneuerbaren Bereich in Europa tätig sind, ein luxemburgischer Abgeordneter der Grünen. Und der hat jetzt sogar so eine Art Formel eingeführt in den Vorschlag des Parlaments in der Governance, wonach, wenn die Mitgliedstaaten diese Formel richtig in ihre nationalen Energiepläne umsetzen, dann haben wir quasi wieder verbündliche Ziele, was leider die Leute im Rat auch kapiert haben. Und insofern ist da im Moment, sind die Wogen offenbar relativ hoch. Nichtsdestotrotz, es sind sehr gute Ansätze in der Governance. Es wird unglaublich viel komplizierter für die Verwaltung der Mitgliedstaaten. Es wäre für die wesentlich einfacher gewesen, die hätten sich zu verbindlichen Zielen und nationalen Energieplänen verpflichtet. Jetzt haben die da, die müssen Sachen also versuchen und machen und tun, und am Ende werden sie dann doch alle gesamt frustriert. Ich habe aber schon eine gewisse Hoffnung, jetzt als Anwalt gesprochen oder als Juristin, wenn in der Vergangenheit, in der Richtlinie 2001, unserer ersten erneuerbaren Richtlinie für Strom nur, da hatten wir nur sogenannte indikative Ziele bei den Mitgliedstaaten. Aber immerhin, da gab es auch einen Annex und dann stand dann Deutschland so, ich weiß das jetzt nicht mehr. Also mit Zahlen, habe ich heute schon mal gesagt, bin ich immer ganz schlecht. Und dann hat aber auch damals schon, mussten die Mitgliedstaaten dann Pläne vorlegen der Kommission, die waren noch etwas gröber als die jetzigen, wie sie denn bitte ihr indikatives Ziel erreichen wollen. Und dann haben mehrere Mitgliedstaaten, Österreich, Portugal, Schweden, also die Wasserkraftstaaten, sag ich mal, so ein Asterix sich noch schnell geben lassen in einer der letzten Sitzungen an ihr indikatives Ziel, nach dem Motto, wenn es aber ein trockenes Jahr wird und wir wenig Wasserkraft haben, dann gilt das jetzt aber nicht so richtig. Ich mache das mal kurz. Und dann hatte ich damals eine Beschwerde, auch schon für RF als Verband, als Anwältin an die Kommission, wo ich gesagt habe, so geht das jetzt aber irgendwie nicht. Und die haben ja nun ihren Plan abgelegt. Und wenn der Plan da liegt und ein indikatives Ziel,
dann ist aus unserer Sicht, wird das Ganze verbindlich. Und das Spannende war, dass damals die Kommission mir recht gegeben hatte. Wir sind gar nicht zum EuGH gegangen, also aus anderen Gründen. Ich könnte mir jetzt so etwas, dank der Governance Regulation, könnte ich mir sowas vorstellen. Und ich fände es auch toll, wenn diese regionale Kooperation funktionieren würde. Wir haben das jetzt ja in Deutschland auf Druck der Kommission jetzt versucht mit der Öffnung der Support-Mechanismen. War ja nicht eine ganz runde Geschichte bislang, aber die Idee ist ja nicht verkehrt. Warum soll jetzt der Windpark, der auf der einen Seite des Rheins ist, nicht mit der anderen Seite des Rheins kooperieren, um das jetzt mal wieder. Und ich hoffe nur jetzt, und darum gucke ich dich auch mal an, Entschuldigung, aber was ganz, ganz, ganz doll fehlt in Europa, ist, dass Frankreich und Deutschland nicht genug zusammenarbeiten. Darauf kommen wir sicherlich im Laufe der Diskussion. Vielen Dank. Maigol Schater, du vertrittst ein Land, worüber wir in Deutschland eigentlich immer nur, wenn wir Energie und Polen hören, denken wir nur an Kohle. 80% eurer Stromversorgung kommt aus Kohle. Verändert sich das Bewusstsein, dass in Polen gibt es Ansatzpunkte, dass sich das verändern könnte über die nächsten Jahre? Oder sehen wir da wieder auch so ein Pattern, das Dörte eben angesprochen hat, dass die Interessen in die Kohleindustrie so lange dran anhalten, wie es geht? Oder gibt es Ansatzpunkte für ein Umdenken in der Kohleverstromung in Polen? Yes, unfortunately, our Ja, unser Energiemix ist tatsächlich basierend auf Kohle. Einschließlich Wärme, Strom, Transport, da ist Steinkohle und Braunkohle ja bei über 50%. Und die Erneuerbaren sind da nur bei 11%. Davon ist es 80% Biomasse für Wärmeerzeugung. Das heißt, die Situation ist im Moment nicht so besonders. Aber wir können schon beobachten, dass auf der Ebene der Entscheider hier die Politik versteht hier jetzt schon, dass man nicht alles blockieren kann, was in Europa passiert und was in der Welt passiert, dass man diese Energiewende nicht abblocken kann. Was jetzt die gesellschaftliche Ebene angeht, da verstehen die Leute schon, dass die Kohle der Hauptumweltverschmutzer ist in Polen, insbesondere die Kohle, die verwendet wird für den Hausbrand. Und da gibt es viele Initiativen hier, von Einzelpersonen Energie zu erzeugen. Der Prosumer-Markt entwickelt sich sehr schnell, insbesondere was Solar angeht und was Wärmepumpen angeht, ja, also hier der Wärmebereich. Und wir hoffen, dass die Energiewende kommt. Nicht nur jetzt bindende Ziele, sondern oder durch bindende Ziele, sondern auch durch Bürgerbewegung. Mittel zu der Rolle von Städten haben. Ist das ein Thema, was Städte, also ich kann mich daran erinnern, als ich das letzte Mal in Warschau war, es war Winter und es war Smog. Man konnte überhaupt, also es war jetzt ähnlich wie in China, also es war relativ schlimm. Sind die Städte mit diesem Thema befasst? Kann man sozusagen, findet in Polen ein Umdenken in der Energieversorgung statt, jetzt nicht auf der nationalen Ebene, sondern eher von, du hattest es angesprochen, Bürgerinnen und Bürger, aber auch Städte? Wenn wir von der lokalen Ebene sprechen, da geht es im Wesentlichen um Themen der Luftverschmutzung. Das heißt, alles, was da von den Gemeinden gemacht wird oder auch von den regionalen Verwaltungen, das hat immer zu tun mit der Forderung der Bürgerinnen und Bürger, hier sich mal um diese heftige Luftverschmutzung zu kümmern. Hat
alles zu tun mit dem Wärmesektor. Es ist wichtig zu bemerken hier, dass die meisten Fernwärmeunternehmen kommunale Unternehmen sind. Ja? Das heißt, Änderungen im Wärmesektor, die wird es wahrscheinlich beginnend zu sehen geben auf der kommunalen Ebene, wohingegen das, was die Stromerzeugung angeht, wird das wahrscheinlich eher auf der nationalen Ebene bei den Staatsenergieunternehmen passieren. Ellen hat es angesprochen, du hattest es indirekt angesprochen, dass ja die Energiewende nicht nur eine technologische Herausforderung ist, sondern vor allem auch eine gesellschaftspolitische. Man muss sozusagen Alternativen schaffen für die Bevölkerung, die Jobs, die an den alten fossilen Energieträgern hängen. Das darf man nicht verneinen, dass das ein Riesenproblem ist. Und solange man diese Alternativen nicht findet, kommt man auch gesellschaftspolitisch nicht weiter mit der Energiewende. Jetzt hat ja die EU-Kommission gesagt, wir haben das Problem erkannt und wir haben jetzt Gelder bereitgestellt in einem Just Transition Fund, der direkt reinfließen wird in Kohleregionen in Europa, um denen sozusagen Hilfestellung zu geben für eine Umstrukturierung auf lokaler Ebene. Ist das was, was in Polen diskutiert und polnische Regionen kommen da auch für in Frage? Wird das diskutiert? Ist das sozusagen als ein Weg, sozusagen die Diskussion über den vorstehenden Strukturwandel in Gang zu setzen? Was passiert in Polen zu dem Thema? Yes. Das wird im Wesentlichen unter NGOs und Denkfabriken diskutiert, weniger auf der höheren politischen Ebene. Aber ich stimme dir vollständig zu, es sollte diskutiert werden. Da gibt es jede Menge mehr Chancen als Risiken hier. Schlesien, das ist ja unsere Bergbauregion, die reichste Region in Polen. Und da ist es leichter, hier zu einen Wandel zu bewirken von der Kohleindustrie auf die Industrie. Und natürlich die Erneuerbaren konnte man in dezentralen Bereichen fördern. Da könnte man Arbeitsplätze schaffen in Regionen Polens, die sehr viel ärmer sind als Schlesien. Zum Beispiel Windparks oder auch jetzt hier im Bereich Wärmepumpen etc. Genauso wie wenn wir über Polen reden, haben wir alle eigentlich das Gefühl, ihr macht nur Atom, bis wir dann 2015 gehört haben, ihr wollt eigentlich aus der Atomkraft teilweise aussteigen. Und dann hören wir im Herbst vor ein paar Monaten doch nicht und wir wissen auch nicht bis wann, aber eigentlich wollte man bis 2025 von 75% auf 50% im Stromsektor die Atomkraft reduzieren. Was passiert gerade in Frankreich? Genau, ich glaube, wir sind jetzt gerade an einem Scheideweg in Frankreich. Frankreich ist ja für seine Atomkraftwerke bekannt, die bis 75% des Stroms erzeugen und nicht nur Fessenheim und Cattenom an der deutschen und belgischen Grenze, sondern auch insgesamt 19 Atomkraftwerke und 58 Reaktoren in Frankreich. Also über Jahrzehnten hat eigentlich einen politischen Konsens zwischen allen Regierungsparteien herrschte so ein politischer Konsens und das war, Atomkraftwerk ist Teil der Grandeur Frankreichs und ist Teil des ein Grund zum Nationalstolz sozusagen und soll weiter immer weiter entwickelt werden. Jetzt ist es auch immer als ein Element des Stolz Frankreich als eine Lösung gegen Klimawandel vorgestellt, weil das CO2-frei Strom produziert. Genau, das
Das ist aber zu sehr hohen Kosten, sehr hohen Risiken. Risiken sind immer höher, weil auch diese ganzen Atomkraftwerke immer älter werden. 34 Jahre alt durchschnittlich für eine theoretische Maximallaufzeit von 40 Jahren. Auch mehrere Berichte zeigen, dass es gibt auch Sicherheitsprobleme, zum Beispiel in Bezug auf Terroranschläge bei den Atomkraftwerken in Frankreich geben könnte. Auch Berichte, die auch nicht veröffentlicht werden, da sie zu sensible Informationen geben würden und auch hohe Kosten. Schon allein die Instandhaltung und Verlängerung der Laufzeit der jetzt existierenden Atomkraftwerke würde mindestens 55 Milliarden laut EDF, der staatliche Stromkonzern, kosten. Und laut der Cour des Comptes, also der französische Rechnungshof, könnte das auch bis 100 bis 110 Milliarden Euro kosten. Also wirklich sehr hohe Kosten, sehr hohe Risiken und eine Energiepolitik, die dann eigentlich nicht nachhaltig ist. Also vielleicht CO2-frei, aber nicht nachhaltig. Und das trotz ein großer Potenzial für erneuerbare Energien in Frankreich mit noch mehr Sonne als hier in Deutschland und auch viele Küsten, wo auch Windkraft installiert werden können und auch ein sehr hohes Potenzial für erneuerbare Energien aus dem Meer. Genau, jetzt ist seit ein paar Jahren dieses Wandel im Diskurs, was du auch schon gesagt hast, 2015 dank einer Vereinbarung während dem Wahlkampf in 2012 zwischen den Sozialisten und der Grüne Partei in Frankreich wurde ein Energiewendegesetz abgestimmt im Parlament mit, da muss man auch klar sagen, sehr ambitiöse Ziele für Frankreich. Also erneuerbare Energien sollen bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 40% an der Stromerzeugung ausmachen und auch wichtig, diese Zahl, Atomstromanteil soll von heute 75% bis auf 50% im Jahr 2025 gesenkt werden. Genau, das war sehr ambitiös, nur Problem ist halt, es gab keinen genauen Plan, um das alles umzusetzen. 2017 war auch ein entscheidender Wendepunkt, auch im Diskurs über Energiewende in Frankreich. Alle Kandidaten hatten auch unterschiedliche Meinungen zum Thema, was auch zum ersten Mal so war. Und das ging von einem sofortigen Ausstieg bis zur Stärkung der Atomindustrie mit neuen Projekten für Kraftwerke. Und der Präsident Macron hat sich auch ganz offen gezeigt und hat gesagt, Atomindustrie ist eine wichtige Industrie, aber die Frage der Wirtschaftlichkeit muss auch gestellt werden. Und das ist halt so, dass Energiewende jetzt kein rein ideologisches oder kein rein grünes Thema ist sozusagen, sondern auch in den anderen Parteien auch behandelt wird, was auch für Frankreich schon was sehr gut ist, muss man sagen. Und auch, dass es auch einen Wandel in der Bevölkerung gibt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Es gibt jetzt in Frankreich viele Kommunen, viele Städte, die auch als Vorreiter diese Energiewende umsetzen, die selber Ziele definieren und eine eigene Politik entwickeln im Bereich und auch in der Bevölkerung. Deshalb haben wir auch mit einer Umfrage gezeigt, dass die Bevölkerung jetzt in der Mehrheit für die Entwicklung von Erneuerbaren anstatt für neue Investitionen in Atom steht. Also das ist auch schon eine sehr wichtige Veränderung in der Debatte. Also, ich wollte mal kurz nachfragen. Ja. Mir hat mal jemand gesagt, dass wenn man über Energiepolitik in Frankreich diskutiert, diskutiert man partout nicht über Atom. Das heißt, man diskutiert über die Energiewende, aber man rührt das Atomthema nicht an. Jetzt sagst du mir, ihr habt eine tolle Umfrage gemacht vor ein paar Monaten, wo ihr herausgefunden habt, dass die Mehrzahl der Franzosen für eine Energiewende getrieben von Bürgerhand sind. Gibt es eine Diskussion über die Energiepolitik Frankreich, die ehrlich geführt wird? Meinst du in der Bevölkerung? Also das hat man auch gemerkt, also diese Umfrage, die wir auch, das haben wir im Dezember gemacht, das war gerade während dem One Planet Summit von Emmanuel Macron, auch nach dieses Make Our Planet Great Again und so weiter. Ich glaube, die
Also die Meinung ändert sich jetzt in Frankreich gerade. Franzosen lernen auch immer mehr über Energiepolitik. Das war aber vorher, wie gesagt, eigentlich kein Thema. Das war ein Expertenthema in Frankreich. Da reden, also ich bin auch immer also nicht erstaunt, aber ich freue mich auch super auf Diskussionen in Deutschland, wo auch viele Leute, Bürger, Bürgerinnen auch wirklich über Energiethemen sprechen und konkret darüber sprechen, auch über wie das sozial gehen soll. Und im Vergleich dazu ist in Frankreich die Debatte viel jünger, muss man sagen. Und ich hoffe, das wird sich in ein paar Jahren jetzt ändern. Aber ja, genau. Ich glaube, ja, in Deutschland gibt es mehr Erfahrung mit diesem Thema, auch in der Bevölkerung. Und das muss sich auch in Frankreich wirklich ändern, damit die Regierung auch was wirklich macht. Aber eigentlich höre ich raus, eine ehrliche Energiewende-Diskussion wird nicht geführt, weil man das Atomthema nicht anrührt. Also jetzt gibt es trotzdem eine Debatte in Frankreich, eine öffentliche Debatte, die von der Regierung organisiert wird, die auch genau diese neue Ziele, also Hulot hat ja im November angekündigt, dass die Ziele für 2025, also diese Reduzierung von der Atomanteil im Strommix nicht realistisch sein und aber das ist ja im Gesetz, das heißt, wir müssen jetzt ein neues Gesetz machen und neue Ziele definieren, damit es auch einfach, es ist einfach eine Frage der Kredibilität auch der Politik in diesem Bereich. Und jetzt findet diese Debatte statt in Frankreich, aber auch mit Hulot in einer sehr ambivalenten, Hulot ist der Frankreich Umweltminister. Hat auch, war auch ein grüner Aktivist und hat auch viel Hoffnung gebracht, dass er nominiert wurde für die Stelle als Umweltminister. Und jetzt ist seine Position viel mehr ambivalent als am Anfang, als er nur ein Aktivist war. Und jetzt ist er, sagt er einerseits, dass wir haben eine Entscheidungsfreiheit wie noch nie in Frankreich über Energiepolitik, über Energiethemen. Und andererseits hat er zwei verschiedene Szenarien in dieser öffentlichen Debatte definiert, die aber nur eine geringe Reduzierung von Atomanteil im Strommix planen, sehr viele, trotzdem eine Entwicklung von Erneuerbaren und aber dann auch eine Entwicklung von Stromexporte. Und das Problem ist halt, da kommt die europäische Frage drin. Wenn Frankreich jetzt viel Atom produziert und auch erneuerbare Energien und dann auch diese Energie exportiert wird, will Deutschland auch Strom aus alten Atomkraftwerken aus Frankreich kaufen? Das ist eine wichtige politische Frage, die man auch stellen muss. Und diese Idee eines CO2-Mindestpreis einzuführen, das ist eine Idee, die auch sehr stark von Macron gepusht wird. Das war auch in der Debatte hier während den Verhandlungen in Deutschland. Das ist auf jeden Fall, CO2-Mindestpreis ist ein gutes Instrument für die Klimapolitik in Europa. Und das auch zu besprechen, ist auch sehr wichtig und sehr gut. Nur, wenn es einen CO2-Mindestpreis gibt, aber keinen Atomausstieg in Europa, das heißt, Frankreich kriegt dann alle also wird davon benefizieren und Deutschland nicht. Und wenn wir über europäische Kooperation reden, es ist ja Kooperation, das heißt, wenn Frankreich dann so einen CO2-Mindestpreis einführen möchte, dann müssen auch klare Positionen, klare Zeichen geben, dass Frankreich wirklich von dem Atom aussteigen wird. Ansonsten gibt es keinen politischen Deal. Und ich freue mich sehr, dass jetzt Svenja Schulze und Nicolas Hulot gemeinsam auch eine Initiative machen, um über diese Themen zu sprechen. Ich glaube, das ist auch der richtige Moment gerade jetzt. Wir haben Macron, klarer Europäer, in Deutschland endlich eine Regierung, die auch Europa im ersten Kapitel des Koalitionsvertrags auch gesetzt hat. Und ich glaube, wir müssen auch wirklich davon profitieren, um auch dieses europäische Projekt, das ist auch Teil dieses europäischen Projekts, das ist auch vielleicht was, womit man auch das Vertrauen in Europa für die Bürger und Bürgerinnen mit einer dezentralisierter, bürgernahen Energiewende, das könnte auch ein Element sein, das auch eigentlich konkret ist, was auch vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in Europa und in den jeweiligen Staaten auch wieder herstellen könnte. Dörte, möchtest du darauf kurz eingehen, auf die
Vorschläge, die aus Frankreich kommen und wie die auf europäischer Ebene ankommen? Ja, das hatten wir ja auch schon heute früh ein bisschen diskutiert in einer anderen Runde und dann auch in der Diskussion zwischen den Panelisten sozusagen. Das ist schon eine ganz spannende Entwicklung. Und ich würde auch, ich würde eher sagen, man muss, das meinte ich vorhin auch, man muss schon anerkennen, dass in den 50er und 60er Jahren insbesondere die Nuklearindustrie in vielen europäischen Staaten, inklusive Deutschland, quasi das Gebot der Stunde war und das Forschungsmittel. Und ich erinnere mich an Diskussionen vor einigen Jahren mit RWE, wo ältere RWE-Vorstandsmitglieder gesagt hatten, wir kriegten gar kein anderes Geld als für Atomentwicklung. Und insofern ist das kann man sich jetzt nicht hinter verstecken als E.ON oder als RWE, aber das hat für mich auch, das ist vielleicht interessant auch für Frankreich, wie dieser Dialog um den Rückbau der Anlagen und der Verteilung der Kosten, der für mich sozial- und gesellschaftspolitisch in Deutschland ein unglaublich spannender Dialog war und der ja auch dazu geführt hat, dass zwar einerseits die Atomkraftwerksbetreiber alles, was sie sozusagen noch fanden in ihren Rückstellungen, abliefern mussten, aber andererseits natürlich die Gesellschaft über die nächsten Jahrtausende, was die Endlagerung angeht, im Debit ist. Aber wenn du gesagt hast, Frankreich wird jetzt das Gesetz ändern und wahrscheinlich zurückrudern, dann tut es ja, was es über das französische Unternehmen Enedis in Belgien ja nun bis zum Exzess auch gemacht hat. Wir haben in Belgien ja auch ein Atomausstiegsgesetz. Und in Belgien ist dieses Atomausstiegsgesetz auch zweimal geändert worden. Wir haben nach wie vor ein Ausstiegsgesetz, nur das Ausstiegsdatum wird immer nach hinten geschoben. Und das sind französische Reaktoren. Das muss man jetzt auch mal sagen. Und das Phänomen, was ich sehe in Europa, ist, dass Belgien insbesondere, Spanien so ein bisschen und insbesondere Frankreich auch deshalb die Laufzeit verlängern, weil weder die Unternehmen noch bislang der Staat keinen Groschen auf der Naht haben, vernünftig abzubauen. Und das müssen wir als Aufgabe anerkennen. Da können wir jetzt sagen, ihr Doofen geht packen. Oder wir müssen sagen, so ähnlich wie du das angesprochen hast mit diesem Just Transition Fund. Ich weiß, das fällt schwer. Also ich arbeite im Energierecht, damals noch Beamtin in Hamburg, seit dem Jahr von Tschernobyl. Und seit dem Jahr von 86 arbeite ich in diesem Bereich. Und das fällt einem schon schwer zu sagen, man muss jetzt EDF helfen, da rauszukommen. Weil EDF wird ja im Moment, die mussten Areva, diese ganzen Nuklearcycle hat jetzt EDF. Das sind zwei stehen K.O.-Menschen sozusagen, wenn ich das mal das Bild mal nehmen darf, die jetzt gegenseitig immer wieder Verantwortung übernehmen müssen und der Staat schiebt dann irgendwie durch Restrukturierung Geld rein. Das ist ein vicious circle, würden die Engländer sagen, und das können wir, glaube ich, nur in einem offenen Dialog. Und heute sagt Yves Marignac, was ich sehr spannend fand, wenn man zum Beispiel Fessenheim nähme, dieses Obstakel da für ruhige Nächte in Deutschland und in Luxemburg und auch in Frankreich. Oder wenn man Cattenom nehmen würde und man würde sagen, wir machen das jetzt zu einem gemeinsamen Projekt des Dismantling. Weil Areva, glaube ich, wäre die super Einrichtung. Das wäre für Areva quasi so ein, also das wäre ein Arbeits-, ein Jobmotor, wenn man das ernst nehme. Aber da fehlt was und es fehlt auch ein bisschen an maybe an Sagesse, also muss man das gemeinsam machen. Und das wäre für mich ein super Projekt zwischen den beiden Ländern, da wäre auch ein bisschen Druck vom Kessel. Ich arbeite jetzt als Anwältin gesprochen gegen die Laufzeitverlängerung für zwei deutsche Regierungen, deutsche Staaten, also Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, was die belgischen Verlängerungen in Dole und Dihange angeht. Und wir müssen aus diesem Zirkel raus. Und im Moment ist die Debatte gut, weil neben dem Energiepaket berät Europa ja die neuen Strukturfonds für 2026, also 2020 bis 2026. Und in diese Fonds müssten wir dann unter voller Aufrechterhaltung des Polluter Pays Principles, also alles, was EDF hat und alles, was Frankreich findet, muss auf den Tisch.
aber es sollte Hilfe gegeben werden, dann haben wir nämlich eine ganz andere Debatte. Und dann ist mir das fast egal, ob da noch irgend so eine Vent de Colère, Colère de Vent ist, die noch ein Flamanville 6, 7, 8 haben wollen. Da können die ja drüber, da können die ja von träumen. Aber wenn ein Konsens bestünde, diese Masse von Altlast aus dem Netz zu kriegen, dann hast du auch eine aufregende CO2-Diskussion. Schwie, möchtest du darauf antworten oder? Also ich glaube, das ist auch grundsätzlich eine sehr wichtige Frage, diese Frage der Entlagerung und Dismantling von Atomkraftwerke, der Rückbau, danke. Das ist auch eine Frage, wo wir Erfahrungen zwischen Deutschland und Frankreich tauschen könnten, wo auch beiden von anderen lernen können. Und ich glaube, das ist auch wäre auch vielleicht einen wirtschaftlichen Potenzial auch für EDF und für Orano, Areva Orano sein könnten und auch Jobs schaffen könnte für also es ist auch eine Antwort auf diese immer ständige Frage der Jobs-Zerstörung in Frankreich. Genau. So, wir haben jetzt Deutschland-Frankreich-Kooperation, ein paar Ideen entwickelt. Maigol Schata, gibt es Deutschland-Polen aus deiner Sicht nie Kooperationsmöglichkeiten auf dem Energiegebiet, die du vielleicht uns hier mitgeben wollen würdest? Also ich würde gerne über solch eine Kooperation sprechen, aber auf der obersten politischen Ebene ist leider derzeit genau das Gegenteil der Fall und die polnische Regierung ist gegen den Strom, der aus Deutschland durch Erneuerbaren generiert wird und nach Polen kommt. Also leider ist es genau das Gegenteil derzeit. Die Leute einladen, die hier sitzt, auch an der Diskussion teilzunehmen und vielleicht an die Leute, die nebenan sitzen. Wenn ihr Fragen habt, kommt rüber und stellt die Fragen. Für die Leute, die uns im Livestream sehen, ist es leider unmöglich. Daran arbeiten wir noch. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Gibt mehrere Fragen. Okay, dann fangen wir mal hinten an mit dem Herrn in dem hellblauen Shirt. Hallo, ich versuche auf Deutsch, ja. Bitte kurz sagen, wer Sie sind und an also wen die Frage geht. Also ja, ich heiße Robin Angelé und ich arbeite für ein Kollektiv in Frankreich, der heißt Kollektiv Klima 2020. Und sie vorschlagen, es ist wie ein Think Tank, und sie vorschlagen, sie eine Finanzklimapakt, also dass die EZB, es ist die Frage, wie kann man diese Transition finanzieren, ja, weil das ist auch eine große Frage. Und sie vorschlagen, dass die ECB, also European Central Bank, könnte Geld dafür schöpfen, weil jetzt, die EZB schöpft Geld, aber nur für die Handelbanken, ja? Also, was denken Sie darüber? Und sonst, was wäre die Möglichkeit, also diese Wendel at European Level zu finanzieren? Die Frage geht an dich. Ja, das ist eine spannende Frage. Die EZB zu nutzen. Ich hätte im ersten Schritt oder vielleicht mehr die tiefer hängenden Früchte mir angeguckt. Und da gibt es was ganz Spannendes, was franco-allemand ist. Und zwar hat nach dem Ersten Weltkrieg hatte Frankreich eine Bank für den Wiederaufbau Frankreichs. Und dieses Modell gab Frankreich Deutschland. Das wurde die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Leider hat Frankreich seine eigene Agence dann abgeschafft gehabt und hatte viele Jahrzehnte nicht so einen Körper, wohingegen Deutschland, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, war das die Bank, die die Marshall-Fund-Mittel
nach dem Marshallplan umsetzt und die jetzt noch die wichtigste öffentliche Finanzierungseinrichtung in Deutschland auch im Energiewandel ist, die insbesondere für die Region, sie haben kooperative Strukturen, für die Bürger, es fing an mit dem 1000-Dächer-Programm, das wurde dann ein 100.000-Dächer-Programm und so weiter. Das Programm gibt es in dem Sinne gar nicht mehr, aber ist benutzt, wird aus dem deutschen Haushalt finanziert, finanziert sich selber durch Geschickte wie die Europäische Investitionsbank auch und hat Geld für genau solche Aufgaben. Ich frage mich also, und Sie haben dann ja auch eine ähnliche Anstalt vor, das war noch unter, noch vor Hollande, wurde das auch ins Leben gerufen, ich habe jetzt den Namen nicht, es gibt so eine Agentur. Ich würde auch dort vorschlagen, wenn man sich anguckt, wie diese Bank strukturiert und finanziert ist, das ist für mich eher, als dass ich jetzt versuche, eine Revolution bei der Europäischen Zentralbank zu schaffen. Das kann man auch machen. Ich bin auch dafür, muss ich die Weltbank angucken, das meine ich ernst. Aber weil wir doch so wenig Zeit haben, um die Klimaziele einzuhalten, würde ich eher vorschlagen, ein Partenariat. Und ich glaube, es gibt auch sowas. Ich habe das mal... Aber die muss ich wirklich vielleicht noch ein bisschen anschärfen in dem Sinne der Refinanzierung und auch in dem Sinne, wie sie Geld gibt. Also ich glaube, in Deutschland, wer hier im Raum jetzt sitzt und hat ein Haus oder eine Wohnung und hat eine Klimasanierung gemacht oder eine Energiesanierung. Ich wette mit Ihnen, wir sind ja alle keine Krösusse, die hier sitzen. Wir haben alle Darlehen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die so günstig sind, die zu nehmen wäre Blödsinn. Nicht zu nehmen, meine ich. Und solche Sachen, das würde ich eher machen als eine EZB-Reform. Wie heißt die Agentur? Die heißt Kreditanstalt für Wiederaufbau. Was ist diese? Die hat den Namen nie geändert. Danke. Okay, hier vorne im grünen T-Shirt. Konstantin Kaminski von der Universität Humboldt. Konstantin Kaminski von der Universität Humboldt, Institut für Slawistik. Und ich habe eine skeptische Frage zu der Energiewende. Und zwar habe ich den Eindruck in letzter Zeit, dass da eine bestimmte Verdrossenheit in der Energiewende irgendwie herrscht. Zum einen klar wegen dem Abgasskandal und zum anderen, weil sich eine bestimmte Hoffnung nicht bewahrheitet hat. Man hatte ja am Anfang der Energiewende eine Hoffnung, dass man sich damit einen Vorsprung auf dem Konkurrenzmarkt in erneuerbare Energien, Technologien verschafft. Und das hat sich nicht bewahrheitet. Man wurde von Chinesen überholt, weil sie sind nicht nur Nummer 1 beim Schaffen von Arbeitsplätzen in dem Sektor, sondern auch Nummer 1 bei Patentieren von erneuerbaren Energietechnologien. Daher die Frage, also zum einen, wo stehen wir in Deutschland international mit dem Export von erneuerbaren Technologien, Technologien für erneuerbare Energiegewinnung, vor allem im Hinblick auf mögliche Kooperationsprojekte, gerade mit Polen, weil das ist dann auch klar, wenn wir über den Interessenausgleich im Energiesektor reden, dass viele Staaten nicht einfach da sofort einspringen, wenn sie sich als einen Exportmarkt für deutsche Technologien sehen. Und die eigentliche Frage ist, wäre Deutschland auch bereit, die Energiewende mit chinesischer Technologie durchzuziehen? Das tun wir ja. Also das könnte ich jetzt mal ganz kurz machen, aus der Not gedrungen. Ich meine, es stimmt, wir hatten, und das fand ich eigentlich immer ganz spannend und das war auch kohärent mit der deutschen Wirtschaftsstruktur, insbesondere der sehr klein, mittelständisch und dann industriell flächendeckenden Struktur, dass man gesagt hat, wir wollen wenn Sie das erste Stromeinspeisegesetz und die Begründung dazu angucken, war immer gesagt, wir wollen die Abhängigkeit von Importen reduzieren, wir wollen mehr Erneuerbare machen, das ist gut für, aber nicht nur, es war nicht nur eine Klimageschichte, es war auch eine industriepolitische Geschichte. Und da haben wir in der Tat so ein bisschen den Löffel abgegeben das lag vielleicht auch so ein wenig dran wie in deinem Film am Anfang, ja. Da ist dieses komische Deutschland, ich nehme da jetzt Dänemark auch, aber jetzt ich nehme jetzt mal das komische Deutschland, dass da plötzlich diesen Einspeisetarif macht. Und da war dann 2004, 5, 6, 7, da guckten dann amerikanische Unternehmen zum Beispiel, die schon in Amerika so kleine Boutiquen hatten, in denen die
Thin Film, also Dünnschicht, PV zum Beispiel machten. Und da guckte die ganze Welt, guckte, boah, da kann ich ja echt Geld verdienen. Und dann setzte wirklich etwas ein. Der erste Schub war, dass die Unternehmen nach Deutschland kamen und hier in Ostdeutschland Fertigungsanlagen gemacht hatten, die dann ein paar Jahre standen und dann waren die auch wieder weg. Und das ist jetzt so ein Konflikt. Ich würde nicht sagen, dass das zu einer Verdrossenheit geführt hat und was die Exporte, also nachhaltigen Verdrossenheit geführt hat, weil es kamen dann auch wieder so Qualitätsfragen auf und kriege ich denn, wenn ich ein chinesisches Panel kaufe, die gleiche Garantie und hast du nicht gesehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Deutschland nach wie vor Patentführer. Matthias, kannst du nicht mal ein bisschen dazu sagen? Also in vielen Bereichen, das ist jetzt vielleicht nicht mehr die Produktionseinrichtung eines Betriebes, wo man dann natürlich da auch sagen muss, wenn ich mir damals die First Solar Fabrik in Frankfurt-Oder, ich hatte für das Unternehmen beratend, war ich tätig, über viele Jahre angeguckt habe, da haben Menschen gearbeitet, weil es ja auch ein 365-Tage-Betrieb war sozusagen und rund um die Uhr. Aber da wird nicht nur das Geld verdient in der Wertschöpfung. Das Geld wird heute mehr verdient in der Intelligenz und in dem Management und in der Integrierung und in der Sektorkopplung, die du angesprochen hattest am Anfang. Da wird das Geld verdient. Und diese graue Materie, wie die Franzosen sagen, die kann man immer noch sehr gut exportieren. Und mit der kann man immer noch sehr schön Geld verdienen im Ausland. Ich meine, wenn man sich das Kapitel anguckt zur Digitalisierung hier, das ist sehr spannend. Das zeigt, das sind sehr nett. Für mich sind Digitalisierung ist ein gutes Werkzeug, wenn die Idee dann vernünftig ist, diese auch vernünftig an den Mann zu bringen. Wenn die Idee Blödsinn ist, hilft auch das gute Werkzeug nicht. Es bleibt Mist. Und dieser Bereich, der ist nach wie vor, also ich würde das nicht so negativ sehen. Und ich fand es auch interessant, China hat am Anfang dieser Entwicklung, als China dann massiv subventioniert hat, auch mit billigstem Geld ihre Fabriken in China, haben nur für den Export am Anfang gearbeitet. Deren Netze waren nicht da. Und das hat sich jetzt auch vollkommen geändert. China, und ich nehme mal an, dass dieser drollige Präsidentendarsteller in Amerika vielleicht China sogar einen Dienst erweist, noch viel stärker einen Binnenmarkt zu schaffen für diesen Ausbau im eigenen Land. Also ich sehe das gar nicht, das bin ich nicht so skeptisch. Verdrossenheit, nö, das ist dann, wir Deutschen, wir jammern eh auf hohem Niveau immer, das weiß ich. Ich lebe lange im Ausland, also das nehme ich nicht so ernst. Eine Frau mal hier, oder zwei Frauen. Guten Abend, mein Name ist Elina Aksjonova, Freie Universität Berlin. Vielen Dank erstmal für die schöne, spannende Diskussion. Und meine Frage richtet sich an Frau Dr. Fouquet. Also ich habe eigentlich zwei Fragen. Wir haben heute gehört, dass erfolgreiche regionale Kooperationen mit den Nachbarstaaten für das Gelingen der europäischen und deutschen Energiewende sehr wichtig sind. Gibt es heutzutage erfolgreiche, funktionierende Formate der solcher Kooperation, zum Beispiel in Deutschland oder woanders? Und meine zweite Frage ist, welche Rolle spielt Deutschland bei den jetzigen Verhandlungen der EU-Klimaziele für 2030? Ist Deutschland ein Treiber oder eher nicht? Vielen Dank. Toll, danke. Bei dem letzten fange ich mal an, weil dann das ist etwas schwierig. Deutschland ist sicherlich ein Treiber bei dem Bereich, eine vernünftige Governance-Struktur hinzukriegen. Also um diese Governance-Verordnung hat sich Deutschland schon im Vorwege sehr gekümmert und hat da schon versucht, diese Quadratur des Kreises hinzubekommen. Will sagen, jetzt haben wir keine Verbindlichkeit, aber wie kriegen wir die hin? Und da hat sie so, hat Deutschland zum Beispiel, und da habe ich auch für die Bundesregierung gearbeitet, in einem Verbund mit Forschungsinstituten, zu versuchen, dort so gewisse Guidelines reinzubekommen. Zum Beispiel, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn jetzt alle brav an die Kommission dann ihre nationalen Programme liefern? Die Kommission rechnet dann und dacht, Mensch, wird nichts, kommt nicht hin, da haben wir jetzt ein Gap. Ich kannte das Wort Gapfiller über viele Monate gar nicht mehr hören, weil wir für die deutsche Wirtschaftsministerium immer an diesen Gapfillern gearbeitet haben. Also da ist Deutschland prima, auch was dieses
Es wird ja wieder über Norwegen insbesondere versucht, so über so dieses Zertifikatehandel. Das hat ja immer eine Renaissance, wenn wir eine neue Richtlinie kriegen. Dann wird gesagt, Herkunftsnachweise und Zertifikatehandel, das ist ja das Beste. Und da passt Deutschland auch sehr, sehr gut auf. Wo sie sich darum aber sehr zurückhält, ist in den Zielen leider, in der Zieldebatte. Also da hält sie sich, ich weiß nicht, auf was sie da wartet, also das ist weich. Das wäre sehr schön, wenn man da noch Druck machen könnte. Zum Beispiel, ich habe das mitgenommen, wahrscheinlich finde ich es jetzt nicht schnell genug, wenn Sie sich mal das, jetzt sage ich mal was nicht fair ist, aber das Gruselkabinett der nächsten Vorsitzenden der europäischen, also der Ratspräsidentschaft, die wechselt ja alle 6 Monate. Und jetzt haben wir zum Glück, trotzdem, dass ja auch eine komische Regierung geworden ist, haben wir Österreich, was jetzt kommt. Aber die Regierung, die die Ratspräsidentschaft hat, es sei denn, sie ist ein sehr, sehr starkes Mitgliedsland, die kann nicht gut Treiber sein. Die muss Mediator sein, die muss Kompromisse finden. Also muss Deutschland jetzt dringend Österreich helfen, im nächsten Jahr mit wichtigen Sachen voranzugehen. Und Frankreich muss das auch tun. Und ein anderes Land, was da helfen könnte, weil die sich gerade komischerweise für sehr starke Ziele einsetzen innerhalb ihres Kabinetts, ist Schweden. Also wenn Deutschland jetzt so ein so eine Sache schaffen würde mit Frankreich, Schweden, Dänemark ist eh dabei, Luxemburg sowieso, dann würde das schon helfen, denn wir dürfen eines nicht vergessen, die Europawahlen, die nächsten sind im Mai 2019, ich glaube 23. Mai oder so. Das heißt, der Sack muss zu sein für das gesamte Winterpaket Ende diesen Jahres. Das heißt, die Zeit läuft. Also wo immer Sie Einfluss haben auf die deutsche Bundesregierung, dann machen Sie hin. Und wenn ich jetzt zur regionalen Kooperation komme, da wird schon einiges versucht. Also ich meine jetzt nicht die Ausschreibungen, da wo jetzt Dänemark und wo Dänemark die ganzen Freiflächen abgeräumt hat. Also weil dänische Freifläche ist was anderes als eine deutsche Freifläche. Bei uns darf man das nicht auf dem Grünland. Und in Dänemark darf man den Acker benutzen. Das hat dann dazu geführt, dass obwohl die sicherlich noch ein bisschen weniger Strahlen haben als wir, obwohl das ein Argument ist, was ich eh nicht mehr bei PV nicht mehr akzeptiere, das geht überall, die Technologie, die Effizienz ist gestiegen. Das will ich jetzt mal außen vor lassen. Die richtige regionale Kooperation, die muss noch kommen. Also ich weiß da zum Beispiel, Sie können mit den Stadtwerken Trier, die haben diese Idee der Energiewabe und hatten das als Horizon, also als Forschungsprojekt eingereicht in Europa und werden das wieder einreichen. Und die haben, das kannst du jetzt aber eigentlich wirklich besser erklären, die haben so eine, das geht nicht von Autarkie aus, aber es wird gesagt, Erneuerbares ist sehr lokal, distributiv, da brauchen wir eigentlich nur, was uns fehlt, aus der anderen Wabe nebenan, sage ich jetzt mal. Und diese Waben, das soll versucht werden. Also ich könnte mir eben, ja leider, wir haben jetzt den Phasenschieber zu Polen, aber die Zeiten ändern sich, wir kommen noch wieder zusammen, das geht auch vorüber, wenn die älteren Herren da the last bites the bullet, ne? Also das kriegen wir schon hin, das sehe ich wahrscheinlich vielleicht auch noch, während ich noch aktiv bin, würde ich mich freuen, aber ich denke mir auch dort kann man sehr, sehr viel mehr in den Regionen machen und ich könnte mir auch vorstellen, dass es gibt ja ganz andere Kreise, wie zum Beispiel the Covenant, wie heißt das auf Deutsch, the Covenant of Mayors, also diese Zusammenarbeit von Bürgermeistern, die werden wahrscheinlich viel mehr Bewegung reinbringen, als vielleicht so, jetzt machen wir nochmal wieder so eine Charta der Zusammenarbeit zwischen Lorraine und Deutschland oder Lorraine und Rheinland-Pfalz, gibt es ja im Übrigen, solche gibt es ja schon, die müsste man sich mal angucken und die dann mehr erneuerbar machen. Also das kommt wahrscheinlich und da muss ich ehrlich sagen, gefällt mir auch das Winterpaket recht gut. Okay, wollen wir dann direkt hier vorne weitermachen? Ja, vielen Dank, Dümpelmann, 8KU. Ich wollte was tatsächlich zum selben Thema sagen und jetzt sind es eigentlich daraus irgendwie miteinander verbunden 3 Sachen geworden. Zu dem Thema mit den Patenten und was wir in Deutschland wirklich gut können. Dort, wir waren vor einem Monat oder so in Indien, nicht mal, und wir waren auf einer Messe und haben da also jeder einen Vortrag gehalten. Und wenn Sie sich angucken, in Indien eine Messe über Stromversorgung, dann ist die ungefähr 3-mal so groß wie der entsprechende Teil bei der Hannover Messe. Und überall gibt es Leute, die wirklich, also Einheimische, die wirklich
Waren kaufen wollen, Netzteile kaufen wollen, die wirklich wissen, was sie energietechnisch tun. Das bedeutet aber nicht, dass wir sozusagen einen Vorsprung an Deutschland verloren hätten, sondern was die einfach im Moment nicht hinkriegen. Und das hat eine Menge mit Staatlichkeit zu tun und mit der Art, wie Verwaltung funktioniert. Die schaffen es nicht, so ein komplexes System wirklich vernünftig zu managen. Die wollen gleichzeitig ganz, ganz viel, am liebsten erneuerbare Energien haben, aber so viel, dass das so schnell alles gar nicht geht. Und das ist dann der Grund dafür, dass die dann auch noch Kohlekraftwerke kaufen oder bauen oder auch noch von einem Präsidenten aus unserem wundervollen Nachbarland ein paar Atomkraftwerke. Also erster Punkt ist, was wir exportieren können, ist wirklich in Größenordnung sowas wie das Management wirklich komplexer Systeme. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wie das funktioniert, das kann man sich ja dezentral in Deutschland durchaus angucken. Also da ist Trier ein Beispiel, aber es gibt ganz viele andere Beispiele dann dafür. Und das hat was mit dem Thema Sektorkopplung zu tun, was ja in dem Atlas enthalten ist. Das bedeutet, auf einer lokalen Ebene einfach ganz, ganz viel verschiedene Energieformen, nicht nur Strom, Strom ist nur ein kleiner Teil der Energiewende, so zusammenkleben, sage ich mal ganz unfachlich, dass auch vor Ort schon so etwas wie ein vorstrukturierter Zustand entsteht. Und dieser vorstrukturierte Zustand wiederum, also das heißt Überschussstrom unfachlich gesprochen, kann man vor Ort in Wärme umwandeln oder kann man lokal dann möglicherweise speichern, viele andere Dinge mehr, noch bevor man das Ganze eins höher schiebt, dann auf die Übertragungsnetzebene. Also das heißt, das, was dann auch Städte, Stadtwerke, Stadtwerkverbünde oder Regionen zusammen machen, gerade als dezentraler Ansatz, und also wir sind ja bei den Grünen und da ist das mit dem Dezentralen, oder bei der Heinrich-Böll-Stiftung, und das ist mit dem Dezentralen sicher nicht kleingeschrieben, sondern großgeschrieben. Diese Ansätze muss und kann man deutlich, deutlich stärken. Was mich dann zu meinem eigentlichen Ansatz bringt, was ich sagen, fragen oder anregen wollte: Ich habe in dem Film gesehen, ganz, ganz viel Europa, und das Europa bestand aus Übertragungsnetzen. Das wird aber auf Dauer so nicht funktionieren, ehrlich gesagt. Erstens, weil einfach wir mit diesem Ansatz nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken europäisieren. Und wir haben eben gehört, in Polen wird es eben leider nicht einen neuen, modernen Ansatz so schnell in Größenordnung geben, das Energiesystem zu modernisieren. Das bedeutet aber, dass man auf einem relativ alten Kraftwerkspark sitzen bleibt, der störungsanfällig ist. Das ist natürlich auch ein Ding für die Phasenschieber und so weiter. Nur darüber jetzt ein europäisches Netz legen zu wollen, zu sagen, hey, prima, wir helfen uns aus, kann auch das Importieren von Risiken bedeuten. Und deswegen sollte man so einen Wabenansatz oder auch das, was in einem zellularen Ansatz steckt, ganz groß schreiben. Ich war in der Woche vor Ostern, also die 8KU sind ja mehrere große Stadtwerke, Nürnberg als Regionalversorger gehört dazu, und die haben jetzt einen Prozess gestartet, die Metropolregion Nürnberg bis 2050 100% erneuerbar zu machen. Das bedeutet Strom, das bedeutet Wärme, das bedeutet den Zusammenhang der Region. Und die haben dann, es waren so 60, 70 Leute, also BUND-Leute, CSU-Bürgermeister aus dem Umfeld zusammengeholt. Und wir haben dann in verschiedenen Panels geguckt, wie kann das denn eigentlich funktionieren? Also das heißt, Sektoren miteinander miteinander verkoppeln, zu schauen, wie geht das von Energiesystem 1 in Energiesystem 2 und was muss man da machen. Und das sind Dinge, die Energiewende von unten nach oben strukturieren können und die dann gleichzeitig, hey, und das ist jetzt der Bogen zum Anfang zurück zu deiner Frage, Dörte, die dann eben in die Richtung gehen können, auch etwas wirklich Exportfähiges, was Management bedeutet, was die grauen Zellen angeht, nach außen zu bringen. Wenn wir das dann machen, dann ist mir gar nicht so richtig bange. Also, aber was ich bitte zu beachten ist, Dezentralität zu Zentralität und so die Idee Kupferplatte, da muss man noch ein bisschen genauer hingucken, glaube ich. Vielen Dank für den Hinweis. Ich würde jetzt ein paar Fragen sammeln, weil wir schon relativ spät sind und es gibt noch relativ viele Fragen. Fangen wir mal mit dem Herrn hier vorne an, bitte. Stadermann vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Wir haben bei der Energiewende jetzt immer sehr viel über Strom gesprochen. Nun ist aber so, dass wir die Energiewende ja deswegen machen, weil wir ein Klimaproblem haben. Der Strom spielt aber eine relativ kleine Rolle, nämlich 20% des gesamten Energieverbrauchs. Wenn wir nämlich Wärme und Strom zusammennehmen, dann liegen wir gerade mal bei 15% in Deutschland. Das heißt, wir haben noch 85% vor uns. Welches
Gewicht wird denn das europäische Winterpaket jetzt der Wärme zumessen? Hi, Tom O'Donnell. I teach. Tom McDonnell. Ich bin in der Hertie School hier an der FU in Berlin. Jemand sprach von Transport hier. Das ist ja ein Desaster, der Bereich. Was ich in Deutschland finde, ist die dass die Idee, dass das Perfekte der Feind des Guten ist. Warum nicht zum Beispiel Naturgas für die Busse anstelle Diesel? In meinem Land funktioniert das. Oder dann heißt es wieder, alles muss elektrifiziert werden bis 20, was auch immer. Und ich verstehe nicht, warum man diese Ziele sich setzt. Und das mit dem Dieselgate. Kurzer Kommentar an Dr. Fouquet. Ihre Kommentare über die Solarenergie, mit allem Respekt, Sie müssen das Ganze ein bisschen ernster nehmen. 16. Haupt-Solarunternehmen, von denen sind nur 3 nicht bankrott. Ja. Die Vereinigten, ein Teil des sozialen Pakts im Rahmen der Energiewende ist ja, dass die Unternehmen subventioniert wurden. Die Chinesen haben betrogen hier. Ja, und das Exportieren von der grauen Masse wird diese Fertigungsjobs, die weggefallen sind, nicht ersetzen. Hi, Claire Gauthier from European. Claire Gauthier, Viadrina, Frankfurt-Oder. Ich habe einen kleinen Kommentar. Und dann noch eine Frage auch noch. Wir reden ja häufig von der deutsch-französischen Zusammenarbeit, für die ich voll und ganz bin. Und warum sollten wir nicht so ein Weimarer Dreieckskooperation bewerkstelligen? Im Moment ist es wahrscheinlich schwierig, aber man sollte das mal ernsthafter betrachten. Hier würde ich gern fragen, dass also der jetzigen Stand von Bürgerenergiediskussionen in den Trilogen. Heute war gerade den Rescop-Newsletter veröffentlicht und Sie haben schon angedeutet, dass es sehr, sehr starke Spannungspunkte zwischen Rat und Parlament dazu gab. Danke. Also ein Kommentar. Und dann die letzte Frage, wenn ich jetzt nicht schnell noch... Okay. Da noch. Und dann erste Reihe. Hallo, Brinkmann, Grünmitglied. Ich habe einfach nur die Frage, inwieweit für den Energieatlas 2018 bzw. für die zukünftigen Ziele der Handel mit China eingepreist wurde, was die Zölle angeht, europaweit. Wenn die fallen, inwieweit das dann halt sich beschleunigt oder wenn sie erhöht werden, wie weit das dann halt langsamer werden würde. Okay, und dann hier die letzte Frage ganz vorne. Vielen Dank erstmal. Ich bin Justine von Stanford University und ich arbeite gerade hier bei den Grünen, mache da ein Praktikum. Meine Frage ist, die allererste Slide, die Ellen gezeigt hat, hat gezeigt, wie abhängig Europa von Energieimporten ist im Moment, was natürlich ein gewisses Sicherheitsrisiko und so weiter ist, aber gleichzeitig natürlich auch internationale Kooperation stärkt. Wenn es um die Diskussion rund um Erneuerbare geht, scheint die Diskussion gerade sehr darauf fokussiert zu sein, wie wir in Europa erneuerbare Energien voranbringen. Und die ganzen Diskussionen rund um Desertec und Solarenergie aus Nordafrika und so scheinen ein bisschen eingeschlafen zu sein. Ich glaube, Island plant noch Strom nach England und Großbritannien zu exportieren. Meine Frage ist,
Was ist der Stand da? Gibt es neue Ideen, gibt es neue Möglichkeiten aus Nordafrika, aus Russland, Ukraine, Türkei, aber eben auch aus Norwegen und Island, vielleicht erneuerbare, CO2-neutrale Energien nach Europa zu bringen? Vielen Dank. Okay, gute Frage. Fangen wir mit Wärme im Winterpaket an. Und ich glaube, die meisten Fragen, wenn ich mich nicht irre, sind an dich gegangen. Aber wir riechen nachher lieber ein bisschen Wasser gesehen. Ja. Nein, kein Problem. Ich versuche das mal. Und ich komme mal ganz bestimmt auch auf die Solar Panels and then I switch to English. Ja, okay. Also Wärme und Strom im Winterpaket, also Wärme im Winterpaket. Wir haben im Winterpaket halt ziemlich magere Ziele, wie ich ja immer sage. Und die Mitgliedstaaten, wie sie dann da irgendwas mitmachen, bleibt denen ja erstmal überlassen. Hat auch ein bisschen mit unserem EU-Vertrag zu tun, indem wir eine geteilte Zuständigkeit für Energie haben und keine ausschließliche europäische Zuständigkeit. Da gibt es dann gewisse Grenzen. Das Paket versucht, gerade auch im Transport- und im Wärmesektor bessere Pflöcke einzuschlagen. Das muss man jetzt, das muss man dem Paket der Ehre geben, aber es gibt keine Verbindlichkeiten, auch dort nicht. Also es gibt mehr Sprache, es gibt auch mehr Definitionen über den Wärmesektor, es gibt mehr Definitionen zur Sektorkopplung. Also wohlmeinende Staaten haben da ein gutes Instrument an der Hand, mit dem die dann weiterarbeiten können. Staaten, die das nicht lesen wollen, haben nichts. Und das ist schon richtig, dass, was Sie sagen und auch was Ihr Kollege von der Hertie School dahinter sagen, der Wärmebereich und der Transportsektor ist zumindest in Deutschland und vielen Staaten die absolute Achillesferse. Und was in Deutschland passiert ist im Transportbereich, das ist schon, was die Engländer despicable sagen würden. Das haut schon, da fällt einem nicht mehr viel ein. Und auch die runden Tische, die gemacht wurden bei der Kanzlerin mit Verlaub, da saßen dann, aber auch, da ist dann besser da, wer da nicht am Tisch saß, ja. Das macht dann die Qualität, finde ich, dieser Beziehung aus. Aber ich glaube, auch dort wird wahrscheinlich mit dem Zündschlüssel abgestimmt werden. Ich denke mir, die junge Generation, die jetzt kommt, erstmal haben die ja eh keinen Führerschein. Das sehe ich an unserem jüngsten Sohn, der ist jetzt gerade 24 und hat immer noch keine Lust, einen Führerschein zu machen. Für mich ist das undenkbar. Ich hatte den mit 17,5, ja. Geht doch nicht. Aber also da kommt Bewegung. Ich will das jetzt auch mal ein bisschen, der Abend wird ja, es kommt ja auch, ein bisschen lustiger machen. Aber ich sage jetzt noch mal was zu dem Solarbereich. Wenn Sie sich erinnern, wann die Delle kam. Die kam, weil wir eine unheilige Allianz von Begehrlichkeiten hatten. Wir hatten die Solarindustrie zu sehr verwöhnt. Und die wollte damals wir hatten PV-Tarife on Dach von über 40 Cent. Und damit konnte man einen Industrieboom schaffen und das war ja auch gar nicht verkehrt, den zu schaffen. Nur damals haben bestimmte Unternehmen nicht mitgemacht und diese Unternehmen haben diese etwas zu komfortablen Tarife benutzt, um den gesamten erneuerbaren Sektor zu desavouieren. Und das waren E.ON, RWE, das waren die großen Utilities. Die meinten damals noch leider, das ist der Schlüssel, um die ganze Sache runterzuzonen. Und leider auch einige im kommunalen Sektor waren damals noch nicht so weit. Ich gucke dich jetzt nur so generell an. Und das war dann, und dann gleichzeitig kam, was ich gerade erzählt habe, dass die Chinesen insbesondere auf den Markt drückten, weil sie auch diese tollen Tarife natürlich haben wollten und weil sie Margen kriegten, da konnte man ja nur von träumen. Das war ja eines der wenigen Industrieerfolge nach dem Krieg, die so unglaublich fulminant lief. Aber dann kam eben das abrupte Ende und da fehlte, da gebe ich Ihnen recht, da fehlte ja auch ein bisschen dann das Rückgrat der Regierung zu sagen, wir halten das jetzt trotzdem durch. Wir machen jetzt, dann kamen ja unsere Korridore. Und die Korridore waren ja an sich nicht verkehrt, aber die waren viel zu kleinmütig. Und das hat dann zu diesem Kollaps geführt. Im Übrigen haben wir ja die WTO benutzt. Wir brauchten die nicht zu benutzen, aber
Wir haben ja auf europäischer Ebene, die EU hat ja Einfuhrzölle auf chinesische Siliziumpaneele und zusätzliches Material eingeführt gehabt. So war das ja nicht. Nur das hat nicht gereicht und die Chinesen sind eben auch klug oder gewieft. Die sind dann über Pakistan gekommen und Pakistan hat den Vorteil, dass die diese steuerfreien, also die haben sehr, weil sie ein Entwicklungsland sind, haben sie quasi keine Importbeschränkungen und dadurch kam da eine Schieflage. Also es sind mehrere Faktoren. Ich kann jetzt nicht sagen, haltet den Dieb. Ich finde auch, dass die Regierung im falschen Moment eingeknickt war. Die Unternehmen haben nicht durchgehalten. Einige, nachdem sie erst gut verdient hatten, die durchgehalten hatten, denen geht es dann wirklich schlecht. Das war so ein bisschen schade. Da ist aber eines der Gründe, finde ich, ist auch, dass damals die großen EVUs noch nicht auf dem Trip waren, auf dem die jetzt sind. Und jetzt komme ich dann weiter. Also ich habe hier keine E-Mails geschickt, ne? Ich habe hier aufgeschrieben. Dann komme ich mal zu der Frankfurt oder zur Via Adriana Schule. Das stimmt, das wäre schöner, wenn man mehr Kooperation. Aber die Frage wollte ich eigentlich an Frankreich und genau. Polen stellen. Dann sonst nehme ich die zurück. Dann nehme ich die zurück, die übernehmt ihr, ja? Haben wir den. Was haben wir dann noch? Die Importe, darf ich dazu was sagen? Okay, also Desertec. Da komme ich jetzt mal zurück, was Matthias Dümpelmann gerade gesagt hat. Ich arbeite sehr viel in Nordafrika mit der GEZ zusammen und versuche da die rechtlichen Strukturen, die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien, das mache ich seit vielen, vielen Jahren, man kann schon sagen Jahrzehnten. Ich war immer gegen Desertec, weil nicht darum, dass die nicht große, wo er sagt, ich habe auch für die deutsche Bundesregierung versucht, so Verträge zu machen, zwischen Staatsverträge zwischen Deutschland, Spanien, Frankreich auf der einen Seite und Marokko auf der anderen Seite für den Bau und den Import von Ouarzazate Solarthermie-Strom nach Deutschland und nach Europa, Anlandung in Spanien, weil ja die jetzige Richtlinie erfordert, dass wenn du Strom aus erneuerbaren Strom aus einem Drittland, der muss irgendwo auch ankommen in Europa. Das sollte jetzt eben, weil wir nicht einen Papierhandel wollten. Das war auch ganz wichtig. So, das hat dann nicht geklappt, weil bei Spanien lief damals mit der Wirtschaftskrise der Strom eh aus den Ohren raus und die sagten, warum soll ich jetzt auch noch Strom aus Marokko nehmen? Ich mache das mal kurz. Deutschland hat trotzdem fairerweise die Ouarzazate, den Bau unterstützt von den beiden großen thermischen Kraftwerken. Also da läuft ja nach wie vor was. Das ist dann aber unter dem Stichwort Industrieexportpolitik und Hilfe. Aber man darf, was ich ganz mies fand, Desertec hatte ganz schön viele weiße Elefanten in seinem Laden stehen. Und das waren wieder, wer wurde denn Mitglied von Desertec? Die in Deutschland gegen PV-Ausbau waren, auf dezentraler Weise wieder die großen EVUs, wurden plötzlich Mitglied in diesem Kreis. Oder wir machen das jetzt alles in der Wüste, dann brauchen wir in Deutschland ja gar nicht mehr erneuerbaren Ausbau. Das sieht ja sowieso so verspargelt aus und das schieben wir dann zurück. Das ist aber mit den erneuerbaren Technologien nicht notwendig. Die sind dezentral. Und Nordafrika, junge Bevölkerung, starken Bevölkerungswachstum, die brauchen doch selber die Transition. Die brauchen den Strom und die Energie eigentlich selbst, um ihr Land zu entwickeln, ihre Länder zu entwickeln. Und dann haben wir irgendwann sicherlich die Frage, wenn uns 10% fehlen, dann nehmen wir die sehr gerne aus Marokko, so genauso wie Marokko, wenn denen 10% fehlen, die gerne aus Europa nehmen. Das wird kommen, aber es kommt nicht. Wir machen unsere Energiewende kaputt, wenn wir darauf warten, dass jetzt nur aus solchen Großprojekten in irgendwelchen anderen Ländern zu bekommen. Ich will nicht sagen, das ist Quatsch. Ich arbeite ja in den Ländern auch gerne, aber die brauchen die Energie auch vor Ort. Weil die arbeiten mit uralter Kohle oder die arbeiten mit Öl oder mit allem dem, mit dem sie nicht mehr arbeiten dürfen. So, jetzt höre ich aber auf. alles sehr interessant, aber die letzte Frage nochmal zu Weimar Triangle, Weimar Dreieck. Vielleicht, Jules, möchtest du ein bisschen was über unsere Böll-internen Ideen zu diesem Dreieck sagen und vielleicht können wir von Malgorzata hören, ob das auf Zustimmung stößt, wo wir hinwollen oder nicht.
Genau, danke. Ich glaube, dieses Format ist auch eine Art, diese bilaterale Schwierigkeit zwischen Deutschland und Polen zum Beispiel und zwischen Frankreich und Deutschland zu überwinden. Und das ist doch ein interessantes Format, um das zu machen. Ob das jetzt gerade auf dem institutionellen Ebene, auf der Regierungsebene Sinn macht, ich glaube, da muss einen politischen Willen geben. Und was wir aber vielleicht als Stiftung oder machen könnten, es gibt ja Gemeinsamkeiten im Bereich Strukturwandel, zum Thema Strukturwandel, zum Beispiel mit dem Verkehr in Deutschland, Atomkraft in Frankreich und Kohle in Polen. Und da wäre vielleicht die Idee, auch Leute, die schon ein bisschen engagiert sind, auch aus diesen Energiebereichen auch zusammenzubringen, damit die auch die Erfahrungen austauschen können, auch Kompetenzen aufbauen können. Daran arbeiten wir auch als Stiftung, auch gemeinsam europäisch mit unseren drei Büros in Warschau, Berlin und Paris. Und hoffentlich wird es auch gute Ergebnisse geben. Wir treffen uns zum ersten Mal in Paris im Juni. Genau. Also ich würde gerne mehr Zusammenarbeit sehen zwischen unseren drei Ländern, aber auf der höchsten politischen Ebene scheint es gegenwärtig nicht möglich zu sein. Leider, muss ich sagen. Dennoch würde ich auch mehr Diskussionen begrüßen und einen stärkeren Informationsaustausch auf den unteren Ebenen und auch auf Ebene der Thinktanks. Wir denken, es gibt viele Probleme, wo wir eigentlich alle, also die wir alle haben, also sei es nun der Verkehrssektor, während sie das Problem vielleicht lösen, verursachen sie wiederum Probleme für Polen, weil wir jetzt die alten Dieselautos importieren. Das ist wiederum ein Aspekt, den man bedenken muss. Das ist also ein Problem. Und unsere Politiker denken nicht darüber nach, aber wir sollten darüber nachdenken und wir sollten auch darüber diskutieren. Danke. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken für eure Interesse an dem europäischen Energiethema, an dem europäischen Energieatlas. Ich glaube, wir haben alle verstanden, wie wichtig eigentlich die Energiediskussionen auf europäischer Ebene sind, wenn es darum geht, alle Länder, alle Mitgliedstaaten auch in eine Zeit der Energiewende hineinzubringen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Referenten nochmal. Herzlichen Dank für Radostina, dass du heute hier bist aus Brüssel. Und danke nochmal für die Zusammenarbeit. Es war nicht immer leicht. Aber Europa bleibt ein spannendes Projekt. Ich möchte kurz hinweisen, auf den Plätzen liegen wie nennt man die denn? Befragung, ja, genau. Ihr helft uns, indem ihr sie ausfüllt, uns zu verbessern. Also bitte auch hinten abgeben, bevor ihr geht. Es gibt gleich einen kleinen Empfang. Wir freuen uns, wenn ihr da bleibt und nochmal mit den Referentinnen und uns diskutieren wollt. Der nächste Energiesalon, europäischer Energiesalon, findet am 3. Mai abends statt zum Thema Kohle auf dem Balkan, zu dem ihr herzlich eingeladen seid. Freue mich, wenn ihr kommt. Tschüss.